Simone Biles, weltweit bekannt und seit kurzem die am meisten ausgezeichnete Sportlerin in der Geschichte des männlichen und weiblichen Turnens. In diesem Video werde ich über ihren Weg zur Weltherrschaft berichten und am Ende erfahren Sie, wie diese großartige Sportlerin in ihrem Alltag lebt. Simone Ariana Biles wurde am 14. März 1997 in Columbus, Ohio, USA, geboren. Ihr Leben begann nicht einfach. Ihre leibliche Mutter kämpfte mit Drogen- und Alkoholabhängigkeit, was ihr die Möglichkeit nahm, sich um Simone und ihre Geschwister zu kümmern. Als Ergebnis wurden Simone und ihre jüngere Schwester Adria von ihrer Großmutter und ihrem Großvater, Ron und Nellie Biles, adoptiert. Das sichere und stabile Zuhause, das von ihrer Großmutter und ihrem Großvater geschaffen wurde, wurde zum Ausgangspunkt für Simone und ermöglichte es ihr, sich ruhig auf ihre Zukunft zu konzentrieren. Simones Einstieg in die Welt des Turnens war fast zufällig. Im Alter von 6 Jahren ging sie auf einen Ausflug aus dem Kindergarten, der sie in die Turnhalle, Bennen, führte, wo ihr ungehobener Talentschmuck bemerkt wurde. Ihr Turndebüt fand bei der American Classic 2011 in Houston statt, wo sie unter der Anleitung ihres ersten Trainers Amy Borman den 3. Platz in der Gesamtwertung belegte. Aber der 3. Platz war nicht das, was sie wollte, und Simone, enttäuscht von ihrem Misserfolg, begann noch mehr Zeit mit dem Training zu verbringen. Im Jahr 2012 wechselte sie sogar zum Heimunterricht, um mehr Zeit für das Training zu haben. Dies zahlte sich aus, denn beim Weltmeisterschaften 2013 in Antwerpen gewann sie Silber am Stufenbahn, Bronze am Schwebebalken und 2 Goldmedaillen im Mehrkampf und Bodenturnen. Schon damals war klar, dass ihr eine großartige Zukunft bevorstand. Simone Biles stahl bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, Brasilien, die Show. Dort gewann sie gleich 4 Goldmedaillen, im Mehrkampf, in den Teamwettbewerben, am Stufenbahn und im Bodenturnen. Dazu kam noch Bronze am Schwebebalken. Damit wurde sie zur ersten amerikanischen Turnerin, die bei denselben Olympischen Spielen 5 Medaillen gewann. Zu diesem Zeitpunkt hat sie beeindruckende 35 Medaillen, was einen Rekord für jeden Turner, unabhängig vom Geschlecht, darstellt. Von diesen sind 25 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften. Zuvor gehörte dieser Rekord dem sowjetischen Turner Vitali Scherbo, der während seiner Karriere 33 internationale Auszeichnungen gewann. Simones letzter Sieg fand buchstäblich vor wenigen Tagen bei den Weltmeisterschaften 2023 in Antwerpen statt, als sie nach einer 2-jährigen Pause 2 Goldmedaillen und 1 Silbermedaille gewann. Simone Biles, turnerische Fähigkeiten zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, äußerst anspruchsvolle Elemente auszuführen. Sie hat viele Fähigkeiten, die nach ihr benannt sind, und jede davon zeugt von ihrem technischen Können und sportlichen Mut. Im freien Übung führt sie den Biles aus, einen Doppelblock mit halber Drehung und blindem Landen. Der Biles 2 besteht aus einem Dreifachsalto mit doppelter Einleitung nach hinten. Am Schwebebalken ist der Biles ein doppelter Salto mit doppelter Einleitung. Diese Elemente sind nicht nur spektakulär, sondern erfordern auch ein außergewöhnliches Maß an Athletik, Geschicklichkeit und geistiger Konzentration. In ihrer Freizeit abseits des Trainings und der Wettkämpfe engagiert sich Simone Biles aktiv in wohltätigen Aktivitäten. Im Jahr 2018 wurde sie Partnerin der Boys and Girls Clubs of America, um das Simone Biles Gymnastics-Programm zu starten, das Ressourcen und Unterstützung für junge Athleten aus benachteiligten Familien bietet. Erinnern Sie sich daran, dass ich von ihrem triumphalen Comeback nach einer 2-jährigen Pause gesprochen habe? Nun, diese Pause war auf die Verschlimmerung ihrer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS, zurückzuführen, über die sie bereits im Jahr 2017 gesprochen hatte. Sie spricht offen über ihren Kampf mit ADHS und wie schwer es ist, eine Spitzensportlerin zu sein, mit all diesem psychischen Druck. Durch ihre Offenheit trägt sie zur Diskussion über die psychische Gesundheit von Sportlern bei. Simone Biles hat auch ihre Plattform genutzt, um das Bewusstsein für das Problem des sexuellen Missbrauchs im Sport zu schärfen und Veränderungen gefordert, um Sportler vor Misshandlungen zu schützen. Sie war eine von mehr als 150 Frauen und Mädchen, die Larry Nassar, einen ehemaligen Arzt der US-Turnmannschaft, des sexuellen Missbrauchs beschuldigten.
Im Jahr 2019 sagte sie vor dem Kongress über ihre Erfahrungen mit NASA aus, teilte mutig ihre Geschichte und forderte Reformen, um Athleten besser zu schützen. Dies führte zu einer Überarbeitung der Maßnahmen zur Sicherung des Wohlergehens von Sportlern und trug dazu bei, dass NASA zu einer 175-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Obwohl Simone Biles ihr Privatleben schützt, teilt sie gelegentlich Einblicke über soziale Medien. Sie ist in einer Beziehung mit Jonathan Owens, einem Verteidiger des NFL-Teams Houston Texans, den sie am 22. April 2023 geheiratet hat. Ihre Social-Media-Beiträge beinhalten oft ihre geliebten französischen Bulldoggen Lilo und Rambo sowie Freizeitmomente, einschließlich Urlaub, Familientreffen und kulinarische Abenteuer. Simone Biles ist ein turnerisches Wunder, sie stellt die Grenzen dessen, was im Turnen möglich ist, mit ihrer sportlichen Meisterschaft in Frage. Sie fordert auch gesellschaftliche Normen heraus und strebt positive Veränderungen an. Durch ihre Geschichte der Ausdauer und Tapferkeit inspiriert sie jeden von uns, nach Größe zu streben, trotz Hindernissen auf unserem Weg. Während sie weiterhin ihren erstaunlichen Weg geht, kann man sicher sagen, dass Simone Biles eine lebende Legende ist, deren Einfluss über viele Generationen hinweg studiert, bewundert und gefeiert werden wird. Vergessen Sie nicht, Kommentare zu hinterlassen, Likes zu geben und den Kanal zu abonnieren. Hier dreht sich alles um Sport.